So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock Remastered. Ich schaue noch kurz, die Aufnahme läuft, alles ist gut. Bin kurz rausgetappt. Und Moment, ich muss kurz was ändern, weil komischerweise stellt sich das Ding dann ab und an plötzlich in den Fenstermodus. Komischerweise ist der angeblich jetzt aus. Ich muss ihn jetzt leider kurz einschalten und jetzt wieder ausschalten. Also es ist eine ganz komische Sache. Jetzt sieht es kurz so aus, als wäre es abgeschmiert. Nein? Hä? Ja, übernehmen bitte. Na, also jetzt geht's. Perfekt. Die Aufnahme fängt ja schon mal super an. Problem ist, wir haben jetzt nicht gerade viel Leben. Aber immerhin müssen wir keine Big Daddies mehr erledigen. Und das Problem ist halt auch, dass uns permanent die Lebenspunkte verringert werden, also die maximalen. Weg da. Oh, eine Sicherheitskamera. Das hacken wir doch mal kurz. Und fertig. Können wir echt dieses Gebiet hier zu einer kleinen Safe Zone machen? Super, eine Splittergranate. Jetzt hacken wir noch kurz das Ding hier. So, hierhin, hierhin. Hierhin, hierhin und geschafft. Verbandskisten. Perfekt. So. Das hilft. Okay, wir müssen da lang. Das heißt, ich sehe mich erstmal weiter um. Auch wenn wir eigentlich Zeitdruck haben sollten. Moment. Hier die Station hacken. So viel Zeit muss auch noch sein. Oh fuck, das ist jetzt gerade wieder so eine. Moment, fehlt mir jetzt etwa. Tatsache. Ah ne, das. Da gab's doch noch so eins. Schwein gehabt. Komm ich hier durch? Wohnung von Anna Culpepper. Wer auch immer das war. Die Künstlerin. Als das mit der Künstlerin fertig war, ließ ich sie so, wie sie war, im Badezimmer zurück. Ich sah die halbfertig gestrickte Decke neben ihrem Bett. Sie war sehr schön. Schwarz und rot. Wirklich schön. Also habe ich sie mitgenommen, sodass sie jemand zu Ende stricken kann. Sodass sie irgendjemand. Aber Fontaine geht einem schon so ein bisschen auf den Senkel, wenn man mal ehrlich ist. Naja. So, Überwachungskamera gehackt. Immerhin, das Hacken hat sich gelohnt, jetzt schon. Puh. Das
Problem ist halt echt, dass wir die ganze Zeit maximales Leben verlieren. Nichts im Kühlschrank. Hier kann ich nichts aufmachen. Ja, komm, hacken wir die Medi-Station. Oh, Kacke. So. Rettung. Ich brauche was, das... Ah, hier habe ich eins schon. Eins höher. Dann in die Richtung, bitte. Puh, geschafft. Benutzen wir einfach mal. Wir brauchen hier echt jeden Lebenspunkt, den wir kriegen können. Ansonsten geht es hier hoch, was auch immer das für ein Ort ist. Ich kann auf dem Klavier spielen, was auch immer das bringt. Die Spritze und Verbandskasten, perfekt. Da ist irgendwas. Dann hätte die Truhe an der Decke aufgehangen. Wie habe ich den denn verfehlt? Bumm, Headshot. So. Eine Toilette. Kann die Badewanne anschließen. Ich wollte eigentlich die Leiche untersuchen. Hier wäre es wohl mal rausgegangen. Oder nein, nicht rausgegangen. Egal, wir sehen uns weiter um. Wir haben jetzt mit Fontaine im Nacken echt nicht mehr so viel Zeit. So, wenn das eigene Herz aufhört zu schlagen, ist dezent kacke. Aber ich will auch nicht einfach jedem Pfeil hier folgen, sondern ich möchte mich umsehen. Und dieses Spiel lädt auch zum Erkunden ein, wie Sau. Eine Waffen-Upgrade-Station und ich habe sie nicht benutzt. Bisschen mehr Schaden auf dem MG wäre schon klasse, aber der Granatenwerfer Schadensimmunität hat auch was. Mehr Schaden auf dem MG. Sander Cohen mal wieder. Ich die dreimal, also nicht dreimal, zweimal verfehlen konnte, war jetzt auch mir ein Rätsel. Aber okay. Für ernsthaft, wir sind bei Sander Cohen zu Hause und die sieht ja auch nicht gerade schön aus. Aber er hat gemerkt, dass wir hier sind. Zwei Tanzende. Auch noch Houdinis. Oh Gott. Kann ich einen direkt rausnehmen vielleicht? Headshot! Oh oh. Ich glaube, das wäre pumpig. Und ich habe jetzt gerade echt so eine... Also der Charakter hat hier eine Flasche Absinth gesoffen. Also auf jeden Fall erklärt er... Ja, Cohen. Du warst Sander Cohen. Schlüssel... ja, Schlüssel von Sander Cohen, das ist schon mal praktisch. Da kommt man wohl nicht hoch, was auch immer das gebracht hätte, da hochzukommen. Ich meine, das ist ein ungestüm... Ja, man wäre auf die Regale gekommen. Super. Bringt viel nicht. Jetzt geht's nämlich hier auf. Was war denn hier noch? Ich hasse solche dunklen Orte. Eine Katzenleiche.
Kaffee und Pepp-Riegel im Kühlschrank. Sonst sieht man hier eher wenig. Dann gehen wir jetzt mal da hoch. Eventuell finden wir noch was Interessantes. Und ehrlich, Cohen, das Arschloch hat diesen Bolzen in den Schädel auch verdient. So, jetzt haben wir auch noch die Bruchwahrscheinlichkeit für unsere Bolzen verringert, sodass wir die häufiger wieder einsammeln können. Und es gab ein Achievement übrigens dafür, das hier zu finden. Irgendwo ist hier noch jemand. Kann man nur Wasser einlassen, das bringt auch nichts. Aber immerhin, hier gab es eine Upgrade-Station. Das war es schon mal wert, diesen Ort zu suchen. Hier kann man nur den Code eingeben, man kann nicht hacken. Hier geht's nicht auf. Ich weiß nicht, ob es so klug ist, mich hier überall umzusehen, insbesondere mit der Zeit, die wir eigentlich nicht haben. Zumindest wenn wir dem Erzähler quasi glauben, dieser Geschichte. Hier ist alles perfekt. Ich brauche nur leider noch eins und zwei. Ah, besser als nichts. Hoch hier. Eins höher. Dahin. Okay. Nee, damit komme ich nicht weiter, verdammt. Ich muss das anders machen. Und jetzt. Puh! Das hat noch geklappt. Die Leiche hat nichts dabei. Hier geht's auf. Verlassenes Apartment. Ich wette, es ist nicht verlassen. Ich wette, hier ist noch irgendjemand. Oder wieder. Nicht getroffen, verdammt. Egal, hier gibt's Leichen. Von Kindern. So, hier kann ich ein Safe öffnen. So, das war jetzt überraschend einfach für ein Safe. So. Ganz ruhig. Ein Thuggish Splicer einfach nur. Okay, da hatte ich jetzt gedacht, das wäre ein Leadhead oder so. Bandagen, ja, brauchen wir nicht. Napalm. Auch die Küche brennt. Und im Ofen kann ich mal noch eine Schraube rausholen. Das ist echt eine komische Bude hier. Ach, ist ja klar. Und ich laufe natürlich direkt in eins von den Teilen hier rein. Moment. Hör nicht weiter. Einfach ein bisschen umdisponieren. Proteinspritze und Kamera. Sonst kann ich hier nichts mitnehmen. Auf jeden Fall ein interessanter Ort, das muss ich zugeben.
wollte gerade sagen, der hat mich noch nicht gesehen. Ein Nitro Splicer. Dann ist es gut, dass er mich nicht gesehen hat. Ach, hier sind seine Granaten hingeflogen. Natürlich nichts drin. Wäre ja auch zu schön. Irgendwo, ach, hier eiert ein Elite Rosie wiederum. Kein so gutes Bild, aber besser als gar keins. Da oben ist was. Naja. Aber die Armbrust gefällt mir inzwischen echt gut. Dann gehe ich jetzt die nächste Etage hoch. Oh, oh, oh. Puh. Ich glaube, das Ding will sogar, dass wir... Nee, will es nicht. Jetzt will es... Ich folge jetzt einfach mal kurz dem Pfeil. Das Ding sagt, geh mal hier rein. Ja, komm. Wie sehr ich die verfehlt habe. In der Luft eingefroren und mit einem Headshot erledigt. Also irgendwo hier wird was sein, was uns weiterhilft. Und ja, dass Tinnenbaum natürlich auch Dreck am Stecken hat, ist klar. Aber... Headshot. Tja, auch ein Bleikopf kann keinen Schuss in den Kopf überstehen. Ich gehe jetzt erst noch kurz hier. Ach. Die Hälfte seiner Gene, das heißt, wir sind der Sohn von Ryan? Ach du Scheiße. Das wird jetzt immer abgedrehter. Das menschliche, die menschliche Jukebox. Wir haben all die Jahre geglaubt, dass wir Fortschritte machen. Scannerboxen, Elektroschocks, was für eine Zeitverschwendung. Bevor es Adam gab, konnte man ein Kind nicht besser abrichten als eine Boa Constrictor. Heute bekommt Su Shong von Fontaine eine Lebensgeschichte geliefert, die in das Gehirn des Kindes eingespeichert wird. Das Kind ist kein Mensch, sondern eine Jukebox, die das spielt, was Fontaine gerade hören will. Widerlicher Kerl. Clever Inventor. U-Invent-Stationen sind ein Wunder der modernen Technik und jetzt brauchen Benutzer sogar noch weniger Rohmaterialien, um das benötigte Objekt herzustellen. Es ist keine Zauberei, es ist Clever Inventor. Brauche ich jetzt nicht. Irgendwo summt hier doch einer rum. Wo ist der Kerl? Na, ich nehm's mal mit Gedankenkontrolle. Fontaine ist in Rapture sozusagen zum schwarzen Mann geworden. Seine Macht beruht auf einem Mythos. Aber hinter seiner Hokuspokus-Fassade steckt ein ganz gewöhnlicher Betrüger. Und wie alle Betrüger hat er Angst, dass sich am Ende der Spieß umdrehen könnte. Deswegen ließ er Charge Nummer 192 entwickeln. Das Gegenmittel zum Mental Control Plasmid. Fontaine hat gesagt, dass ich niemandem davon erzählen soll. Nicht mal Tenenbaum. Und Su Shong wird sich wohl daran halten. Interessant. Ich wusste doch, dass da etwas faul ist. Immer diese Geheimniskrämerei von Su Shong. Er hat die Charge Nummer 192 bestimmt in seinem Labor beim Apollo Square. Ich habe ihm einmal heimlich eine Probe davon gestohlen und sie in meine Wohnung im zweiten Stock gebracht. Ich wusste nie, für was es bestimmt war.
Aber ich dachte mir, wenn dieser Bastard etwas hinter meinem Rücken tragt, muss ich das im Auge behalten. Okay. Dann müssen wir so das Heilmittel besorgen. Aber ich würde sagen, dann mache ich hier erstmal einen Schnitt. Und ich hatte eine Sache nämlich komplett vergessen in dieser Folge. Fiel mir jetzt gerade auf, ich habe das Fenster immer noch auf Kipp. Das heißt, vielleicht hattet ihr jetzt ein bisschen Verkehrslärm mit drauf. Wenn ja, tut's mir sehr leid. In der nächsten Folge ist das nicht mehr der Fall. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Lasst konstruktive Kritik da, vielleicht ein Däumchen nach oben. Und ich muss sagen, es ist richtig scheiße, dass Fontaine so leise redet. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Kann ich das irgendwie in den Optionen lauter stellen? Mache ich jetzt einfach mal kurz, wenn das geht. Audio-Option. Sprachlautstärke ist auf Maximum. Kacke. Da muss ich vielleicht die generelle Lautstärke ein bisschen runtermachen von den Effekten. Die Musik ist nicht sehr laut, aber trotzdem. So. Aber ich würde sagen, dann mache ich jetzt hier einen Schnitt. Bis zum nächsten Mal. Cheerio.